Ist das echt? Ja, das ist echt. Oh, Wahnsinn. Das hat mir meine Oma geschenkt. Das sind die Farben meiner Kindheit. Ich bin da aufgewachsen bei Oma, bis zu meinem 10. Lebensjahr. Und das ist Oma? Ja. Nett. Und das alles hier, ich meine... Das ist alles Puff, ja? Ein Bordell. Alle Zimmer auf dem Flur hier. Schon eine ungewöhnliche Frau. Haben Sie noch nie Lust gehabt, auszubrechen? Nein? Doch. Wissen Sie, das ist ein richtiges Stück raues Leben, an dem ich mich messen kann. Ich muss das ja nicht bis zu meinem Ende machen. Das könnte ich nicht. Das könnten Sie auch. Sie müssen mir hier noch unterschreiben, dass wir das auch senden dürfen. Ach, könnte ich den Anfang noch mal sehen? Okay, Mathilde. Sie wissen schon, dass Sie Ihre Eltern damit in einen absoluten Albtraum stürzen. Was glauben Sie, warum ich das tue? Sendereihe ausbrechen, Folge Vera Tantau. Und bitte. Ich werde Ihnen meinen Namen nicht nennen, aber mein Gesicht werde ich nicht verstecken. Ich habe mit allem gebrochen, was meinen Eltern gut und teuer war. Internat, Pferde, Abitur, Ausbildung, Verlobung. Ich bin Prostituierte geworden. Das ist meine Revolution gegen den Tod meiner heißgeliebten Oma. Meine Verachtung von allem, was anderen heilig ist, weil es ihnen nicht wirklich heilig ist. Ich will nicht werden wie meine Mutter, die endgültig in ihrer stillen Verzweiflung verschwunden ist. Gut, danke. Gefällt mir gut, der Anfang. Also ich bezweifle, dass er auch Ihren Eltern gefällt. Das will ich doch hoffen. Wenn Sie eines Tages feststellen, dass Sie Ihr ganzes Leben lang mit Regeln umstellt wurden, dann werden Sie an mich denken. Wir mögen alle Vera. Ja, das kann ich gut verstehen. Ist besser, wenn Sie dem Hausmeister was geben? Das haben wir natürlich längst gemacht. Willst du nicht essen? Habt ihr es nicht mitbekommen? Sie ist oben, in ihrem Zimmer. Wie ist sie denn hier reingekommen? Das musst du mich nicht fragen. Hat ihr niemand den Schlüssel abgenommen? Das wäre ja dann wohl deine Aufgabe gewesen. Trost. Du bist jetzt hier eingezogen, ne? Du machst dich. Die wollten sowieso immer lieber einen Sohn haben. Das ist der neue Erbe, richtig? Vera, bitte. Willst du nicht wieder zurückkommen? Wir vergessen einfach alles. Ingrid, was soll das? Und wenn sie nicht gestorben sind, dann leben sie noch heute. Mit ihren Kindern. Das würde euch so passen. An deinem Erbe klebt Blut. Und das weißt du auch. Lass dich hier nie wieder sehen. Hörst du nie wieder? Das werde ich auch nicht. Wollt ihr wissen, wie sie jetzt annonciert? Kannst du nicht mal deinen Mund halten? Kannst du alle lesen, wenn du willst. Das ist nicht gerade meine Stärke. Was dann? Verrate ich dir nicht. Berufsgeheimnis. Ferkel.
Ich würde gerne mal mit dir vorbeifahren, wo du vorher gelebt hast. Um mal zu sehen. Was soll es denn da zu sehen geben? Übrigens, wenn ich dich noch einmal erwische, dass du mit einem Freier ins Auto steigst, kriegst du Ärger mit mir. Ja, Mama. Du solltest dich an das halten, was du hier inseriert hast. Papas Liebling empfängt seriöse Herren. Klingt wie ein Witz, ne? Ist aber keiner. Ich verstehe dich sowieso nicht. Dein Typ wird verlangt. Oh Gott, der Professor. Hallo, Süßer. Ich muss dich vorweg was fragen. Ich höre. Ich möchte nicht ins Hotel. Ich möchte auch nicht mit zu dir. Und zu mir nach Hause geht schon gar nicht. Können wir nicht irgendwo hinfahren? Ins Grüne? Zuerst mal reden wir übers Geld, okay? Du brauchst keine Angst zu haben. Kostet nichts extra. Ist alles inklusiv. Mia? Und sie ist mit mir mitgefahren? Verdammt. Sowas sollte sie nicht tun. Ja. Scheiße! Machst du die selbst? Ja, manchmal. Apparatkreis Riedmann. Nein, nein, ich höre zu. Genau an der Kreuzung sollen Wagen auf uns warten, sonst sind wir ja nie dahin in den Wald. Gut, Morgen. Ende. Morgen. Ich muss mich entschuldigen, heute bin ich spät. Gut, dass du da bist. Wir müssen sofort los. Ist es irgendwo Feld oder Wald oder sowas? Richtig. Dann komm du aber mit. Komm ja schon. Könnte mir freundlicherweise mal jemand sagen, worum es eigentlich geht? Eine Prostituierte ist getötet worden. Aha. Na klar, der Doktor ist schon da. Kannst du mir mal sagen, wie der immer so schnell den Weg zum Tatort findet? Wer hat die Tote gefunden? Da war ein anonymer Anruf vor einer Stunde in der Zentrale. Ein Mann. Wahrscheinlich ein Freier, der sie morgens hier gefunden hat. Wieso Freier? Siehst du nicht, was das hier ist? Das hättest du mal ja eigentlich auch unterwegs sagen können, ne? Da kannte ich den Platz hier noch nicht. Nicht alle auf einmal. Erst Leo und ich. Grüße.
Mein Gott, warum lernen die das nicht? Wieso fahren die immer wieder an solche Stellen? Ich habe nichts bei ihr gefunden, außer diesen Personalausweis. Vera Tantau. Sieht aus wie ein Raubmord. Keine Uhr, keine Ringe, kein Schmuck. Relativ wenig Blut. Kann das sein, dass sie gar nicht hier umgebracht wurde? Ali, das kannst du mir nicht jetzt schon fragen. Soviel ich weiß, verlassen die beim GV nicht den Wagen. Kann es nur im Wagen passiert sein. Na fein, brauchen wir nur noch einen Wagen und den Fahrer. So einfach ist das. Der Einschuss ist am Hinterkopf und das Geschoss ist an der Stirn wieder ausgetreten. Das heißt, es müssten Spuren zu finden sein in dem Wagen. Ein Einschlag, möglicherweise sogar ein Geschossrest. Wo ist eigentlich deine Spurensicherung? Frage ich mich auch. So, jetzt geht ihr mal. Etwas wissen wir inzwischen. Das hier ist ein beliebter Ort für professionellen Geschlechtsverkehr im Auto. Soweit waren wir auch schon. Reifenspuren nützen dir hier überhaupt nichts. Tja, Werner, wenn wir einen Zeitpunkt hätten, nicht? Ihr seid doch wohl nicht gekommen, weil ihr wissen wollt, wann das Mädel getötet wurde, oder? Nein, nein, das wird im Obduktionsbericht stehen. Die ist erst in 14 Tagen wieder da. Die Mutter ist gestorben. Danke. Guten Morgen, Vera. Vera? Wieso muss das ein Raubmord gewesen sein? Ein Sexualmord war es ja wohl nicht. Ja, ich hab schon gedacht, ihr habt mich vergessen. Was? Nein. Ja, okay, wir fahren da sofort hin. Wo fahren wir hin? Cargo Sieg 4. Eine Prostituierte hat eine Vermisstenanzeige gemacht. Eine Vera Tantau ist verschwunden. Na bitte, dann wird's ja langsam. Guten Tag, mein Name ist Heimann, Kriminalpolizei. Darf ich? Sind Sie Frau Karzer? Ja. Sie ist tot? Ja, sie wurde ermordet letzte Nacht. Ach, und da wohnen die Eltern. Wie passt denn die Adresse zu dieser Vera Tantau? Nochmal die genaue Adresse, bitte. Du, das ist eine piekfeine Gegend. Moment, Moment, warum soll ich denn da jetzt nicht hinfahren? Ach, habt ihr denn inzwischen den Wagen und den Besitzer? Ja, den Wagen, in den die Tantau eingestiegen ist. Wir haben das Kennzeichen und wir kennen den Halter des Wagens. Die Adresse haben wir auch, Simplonstraße 223. Wir möchten, dass du jetzt da hinkommst. Außerdem darfst du feststellen, dass wir zügig vorankommen. Ja, bis gleich. Die Frau vom Fernsehen wird sich bei uns melden.
Das sieht ja wohl kaum nach einem Raubmörder aus, ne? Nee. Guten Tag. Ja. Wir möchten gerne Herrn Brinkmann sprechen. Herr Brinkmann ist nicht da. Und seine Frau ist mit den Kindern im Urlaub. Am Bodensee, glaube ich. Und wo ist Herr Brinkmann? Bei der Arbeit, nehme ich mal an. Und wo ist das, bitteschön? Und wer sind Sie, wenn ich fragen darf? Wir sind von der Polizei. Ja? Ich bin die, die sich die Autonummer gemerkt hat. Ich habe mit Rosa telefoniert. Bitte setzen Sie sich. Ich will ein Protokoll machen. Sagen Sie mir Ihren Namen. Riedmann heiße ich, Werner Riedmann. Und wie heißen Sie? Rostorf, Lisa Rostorf. Also erzählen Sie, was ist passiert? Eigentlich wollten wir alle aufpassen. Nicht stören lassen, bitte. Wer ist denn das? Das ist das Mädchen, das sich die Autonummer gemerkt hat. Ja, Richter hier. Mhm. Ja, sollte er noch kommen, dann rufen Sie uns bitte an, ja? Nein, wir wollen Ihnen nicht sagen, worum es geht. Ja, danke sehr. Wieder. Wolf Brinkmann ist nicht zur Arbeit erschienen und die machen sich Sorgen in der Bank. Wir auch. Eigentlich müsste man in die Fahndung gehen. Ich fahre jetzt zu den Eltern. Moment, wir müssen dir noch was zeigen. Im Videoraum. Ja, ich muss aber zu den Eltern fahren. Von euch tut's ja keiner freiwillig, ne? Jetzt komm schon. Ich bin Prostituierte geworden. Das ist meine Revolution gegen den Tod meiner heißgeliebten Oma. Meine Verachtung von allem, was anderen heilig ist, weil es ihnen nicht wirklich heilig ist. Ich will nicht werden wie meine Mutter, die endgültig in ihrer stillen Verzweiflung verschwunden ist. Bisher ist mein Leben wie auf Schienen gelaufen. Leise, glatt und geradeaus. Jetzt will ich Achterbahn fahren. Loopings, scharfe Kurven, spüren, was Leben sein müsste. Bisher war nichts. Vor einem halben Jahr habe ich noch in der Werbung gearbeitet. Dass ich jetzt auf den Strich gehe, ist sowas wie ein doppelter Salto. Und die Erfahrung gibt es schon. Noch nie in meinem Leben habe ich so viel Solidarität erfahren, wie von meinen Kolleginnen in diesem Job. Und über Männer könnte ich demnächst ein dickes Buch schreiben. Und Ihre Eltern? Was sagen denn Ihre Eltern dazu? Für die ist das schlimmer als das jüngste Gericht, auf das sie warten. Zu Recht, wenn ich mir ihr Leben ansehe. Ihr Leben wird nie mein Leben sein. So schnell kann ein Menschenleben zu Ende gehen. Mein Gott, hatte die einen Hass auf ihre Eltern. Wollen Sie es noch mal sehen? Nein, danke. Meine Kassette, bitte. Wann wollen Sie das senden? In 3 Tagen um 19 Uhr. Da läuft die Sendereihe jeden Samstag. Eine Kopie hätte ich gerne. Dann nehmen Sie gleich die. Wir haben ja das Original im Sender. Danke. Ich weiß, ich muss jetzt wirklich weiter. Auf Wiedersehen. Wiedersehen. Ich bringe Sie runter. Was waren das für Andeutungen über das jüngste Gericht am Ende von dem Statement? Ich denke mal, dass Ihre Eltern in irgendeiner obskuren Sekte sind. Aha. Nochmal vielen Dank. Irgendwie schade. Ich hatte gerade angefangen, Vera Tantau zu mögen. So, jetzt kannst du zu den Eltern fahren. Und jetzt fahrt ihr beide mit. Wer? Axel und ich? Mhm. Da seid ihr. Ihr hättet mir ruhig was sagen können. Wir gehen dir schon nicht verloren. Und? Was ist jetzt? Der Mann, den wir suchen, heißt Wolf Brinkmann und ist verschwunden. Mit seinem Wagen. Ich weiß. Dann gehen wir noch in die Fahndung. Ja. Vera Tantau ist zu ihm in den Wagen gestiegen. Sie ist mit ihm mitgefahren. Sie ist nicht auf ihren Platz zurückgekehrt. Und wir wissen, wer der Mann ist. Also worauf warten wir noch? Eigentlich hat er recht. Los. Ich glaube nicht an den Raubmord. Vielleicht hat er nur vorgetäuscht. Warum? Und warum hat er sie wirklich getötet? Tja, das soll er uns selber sagen. Dazu müsste er ihn erst mal haben. Richtig. Na, dann kommt mal.
kommen Sie rein. Sie fragen gar nicht, wer wir sind? Nein, wir wissen bereits, was passiert ist. Und wer sind Sie, wenn ich fragen darf? Bernie Schiffer. Ich bin der Ex-Freund von Vera. Bitte. Danke. Woher wissen Sie, dass Frau Tantau tot ist? Eine Frau hat uns angerufen. Sie hat ihren Namen nicht genannt, sagte, dass es ihr sehr leid täte, alles. Bitte. Guten Tag. Guten Tag. Sie haben Vera gefunden? Wir nicht. Wir untersuchen die Umstände ihres Todes. Aber erstmal möchten wir Ihnen unser Beileid aussprechen. Ja, danke. Ich kann Ihnen nichts anbieten. Unser Hausarzt ist bei meiner Frau. Ja, sie steht unter Schock. Herr Schiffer gehört zur Familie. Ich kann überhaupt keinen klaren Gedanken fassen. Wollen Sie sich nicht setzen? Nein, danke. Wir sind auch hier, um den Unterschied zu verstehen zwischen dem Leben Ihrer Tochter hier und ihrem Leben am anderen Ende der Stadt. Vera war ein besonderer Mensch. Aber der Bruch? Wie ist der Bruch entstanden? Was war da? Es muss nicht unmittelbar im Zusammenhang mit dem Tod ihrer Tochter stehen. Wir wissen es nicht. Es ist für uns alle ein Rätsel. Gehören Sie irgendeiner Glaubensgemeinschaft an? Nein. Wir sind aus der Kirche ausgetreten. Auch diese von Ihnen gestellte Frage macht es mir schwer, irgendeinen Zusammenhang zum Tod von Vera zu erkennen. Wir würden uns jetzt gerne das Zimmer Ihrer Tochter ansehen. Warum das Zimmer hier? Und warum nicht das, wo sie lebt? Wo sie gelebt hat? Das werden wir uns auch ansehen. Sag doch mal was. Ihr könnt euch mal um das Leben der Familie Tantau kümmern. Ich meine nicht die Fassade. Das dahinter. Ja klar, und du? Ich fahre jetzt zu dem anderen Zimmer von der Vera Tantau. Zu dem Apartment. Und wer ist denn da noch? Na, Werner Riedmann. Da ist das erste Tür links. Der Polizist will nicht, dass ich dabei bin. Woher wissen Sie denn, dass ich da rein will? Und weil Sie so aussehen. Na, kommen Sie mit. Ich weiß gar nicht, was du hier finden willst. Ist ja gut, dann fahr mal. Aber lass mir die Schlüssel da. Danke. Wir sehen uns gleich. Das sind die Reserveschlüssel. Die richtigen waren in Veras Handtasche. Die Vera Tantau, war die ein sehr offener Mensch? Ich habe noch nie jemanden wie Vera kennengelernt. Hätten Sie ebenso wie sie gehandelt, was die Familie anbelangt? Ich? Nie. Sowas macht man nur, wenn es einem zu gut geht. Oder auch, wenn es einem zu schlecht geht. Ich habe sie trotzdem gemocht.
Das ist echt. Schön. Sie sagte, das ist ihre Kindheit gewesen. Sie hatte eine Zeit lang bei ihrer Oma gelebt. Mhm. Ich glaube, die Oma war der einzige Mensch, den sie wirklich geliebt hat. Und vor 2 Jahren ist die Oma dann gestorben. Das war der schwarze Tag in ihrem Leben. Haben Sie die Eltern angerufen? Ja. Man muss ihnen doch Bescheid sagen. Ja, ja, das ist richtig. Wenn mir mein Handy bloß nicht ins Wasser gefallen wäre, dann könnte Vera vielleicht noch leben. So ein Auto kann sich doch nicht einfach in Luft auflösen. Mensch auch nicht, wie wir wissen. Kann vielleicht mal einer von euch den Obduktionsbericht anmahnen? Ist der Obduktionsbericht da? Ja, siehste. Wollten wir gerade anrufen in der Rechtsmedizin. Hat die Vera Tantau in dem Apartment nur gewohnt oder hat sie da? Naja, manche nehmen ihre Freier auch mit ins Apartment. Aha. Dann lässt die da so ein Bild hängen. Das ist sehr wertvoll. Das Schloss muss ausgetauscht werden. Ist im Auftrag. Bitte sehr. Was ist denn mit dir los? Na, ich will was hören. Ach so. Also die Tantaus waren mal eine sehr vermögende Familie. Der Urgroßvater und der Großvater haben ihr Geld in der Rüstung gemacht. Aber wie das so ist, in der 3. Generation ist die Begabung zum Geldmachen verloren gegangen. Und zwar bei Norbert Tantau. Und Norbert Tantau, der Vater von Vera, der hangelte sich von einer Pleite in die nächste. Und als es ganz zappenduster war, starb die Oma und hinterließ ihrem Sohn ein paar Millionen. Tja, jetzt geht's wieder. Was mit dieser Sekte? Die beiden Eltern und der beinahe Schwiegersohn gehören den Kindern der Sonne an. Was Neues von der Fahndung? Nichts. Brinkmann und sein Wagen bleiben verschwunden. Leo. Komisch, die haben gar nicht gefragt, wann sie ihre Tochter beerdigen können. Ein bisschen mehr kannst du schon reintun, Leo. Kann das sein, dass du nichts zu tun hast? Mein Vater wollte nicht, dass ich zur Polizei gehe. Was habe ich gemacht? Ich bin zur Polizei gegangen. Warum erzählst du mir das? Vielleicht wollte Vera Tantau ihre Eltern bestrafen. Ja, aber wofür? Apparat Kreis Riedmann. Nein, nein, das kann schon hinkommen. Lassen Sie bitte keinen mehr ran. Gut, bis gleich. Die Kollegen haben in einer Kiesgrube einen fast völlig ausgebrannten Wagen gefunden. Vielleicht ist es der Wagen, den wir suchen. Kommst du mit? Stoppt nicht alle, das machen Werner und ich. Ihr habt mir schon alles Mögliche über die Tantaus erzählt, aber was ist denn nun mit dem Ex-Freund von der Vera Tantau? Hm? Also bis später. Ja, wo er recht hat, hat er recht. Ich weiß nicht, was in seinem Kopf vorgeht. Übrigens, ihr könntet den Urlaubsort von der Frau Brinkmann und den Kindern rausfinden. Ja. Wo er recht hat, hat er recht. Ich ruf die Bank an. Ja, Herrn Dr. Reichert, bitte. Kriminalpolizei, mein Name ist Axel Richter. Herr Dr. Reichert? Nein, nichts Neues. Aha. Ja, wir werden uns sofort darum kümmern. Danke, Wiederhören. Frau Brinkmann ist mit den Kindern aus dem Urlaub zurück und höchst beunruhigt, weil sie keinen Kontakt zu ihrem Mann bekommen hat. Und was hat ihr die Bank gesagt? Nichts. Das überlassen Sie natürlich uns. Na fein. Und wie sagt man einer Frau, dass, während sie im Urlaub war, ihr Mann zu einer Prostituierten gegangen ist, seither verschwunden ist und die Prostituierte tot ist? Erschossen.
versucht dahinter zu kommen, warum der Brinkmann sein Auto verbrennen wollte. Vielleicht ist er in Panik geraten. Und deshalb ist er heute nicht zur Arbeit in der Bank erschienen, meinst du? No. Bleibt immer noch die Frage, was ist das Ganze? Was für ein Motiv? Raubmord? Wohl kaum. Also bleibt nur... Press hier. Aha. Und wieso seid ihr noch nicht da? Das akzeptiere ich nicht. Ende. Frau Brinkmann ist mit den Kindern aus dem Urlaub zurück. Also gut. Ich nehme das Ganze mit in unsere Werkstatt und dann sehen wir weiter. Vielleicht hat der Brinkmann ja wirklich einen Schock gehabt nach der Tat. Drin? Nee. Nicht? Aha. Wir haben hier auf dich gewartet. Wieso wisst ihr denn, dass ich komme? Weil wir dich kennen. Nicht alle drei, wie sieht denn das aus? Für die Frau schon schwer genug. Dann haben wir jetzt erstmal Pause. Frau Brinkmann? Ich habe jetzt keine Zeit, egal was Sie von mir wollen. Ich bin von der Polizei und möchte mit Ihnen sprechen. Was ist passiert? Ich wollte gerade zur Polizei. Mein Name ist Chris. Aber können wir vielleicht drin weitersprechen? Ich sag Ihnen das lieber gleich. Mein Mann und ich leben in Trennung. Trotzdem bin ich irritiert. Er ist wie vom Erdboden verschwunden. Vielleicht ist er bei seiner Freundin. Und Sie wissen, wer das ist und wo man sie finden kann? Nein, dass er eine hat, ist mir klar. Wo sind Ihre Kinder jetzt? Bei meiner Mutter. Was wollten Sie mir sagen? Ja, es ist nicht ganz einfach. Ihr Mann ist in einen Mordfall verwickelt. Sagen Sie das nochmal. Ich drücke das mal ganz vorsichtig aus. Vorgestern Nacht ist eine Prostituierte in den Wagen von ihrem Mann gestiegen. Diese Frau haben wir am nächsten Morgen tot aufgefunden. Von ihrem Mann seither keine Spur. Das ist nicht Ihr Ernst. Leider. Den Wagen haben wir inzwischen gefunden, ausgebrannt. Wie gesagt, von Ihrem Mann keine Spur. Das passt alles nicht zu meinem Mann. Aber die Prostituierte ist in seinen Wagen gestiegen. Dafür gibt es Zeugen. Ja, ja, sowas macht er. Ja, aber er bringt niemanden um. Das kann er nicht. Das ist ein Feigling. Entschuldigung. Ja, Chris. Sagen Sie ihr, wir treffen uns im Apartment von Vera Tantau. Okay, Ende. Auf was wartet ihr denn noch? Auf dich. Ich denke, ihr besorgt mir was über den Ex-Freund von Vera Tantau. Wie hieß der noch? Bernie Schiffer. Ja, und was hat sie gesagt? Sie sagt, ihr Mann war das nicht, das mit den Frauen hier bezahlt, ja. Aber umbringen kann der niemand, meint sie. Naja, also. Ja, dann fahren wir, oder? Vorhin wollte jemand da rein. Ich glaube, das war Ihr Ex-Freund. Woher wissen Sie das? Sie hat ihn mir mal auf einem Foto gezeigt, bevor sie es zerrissen hat. Danke. Ich kann Sie leider nicht mit reinnehmen, aber wir sprechen später nochmal, ne? Sie melden sich. Aber ja.
Tag, Herr Kress. Tag. Ob Sie es glauben oder nicht, diese Tantaus gehen mit einer einstweiligen Verfügung gegen die Sendung des Statements morgen Abend vor. Was geht's Ihnen dabei? Um die Ehre der Familie. Es muss eine undichte Stelle bei uns im Sender geben. Und? Hat die Familie eine Chance? Und Sie rüsten verhandeln noch. Und ich weigere mich ganz einfach, eine Privatverführung nur für diese Leute zu geben. Ja, wollen Sie jetzt die Kassette von mir wiederhaben? Nein. Vielleicht hilft sie Ihnen noch bei der Suche nach der Wahrheit. Sie glauben, dass Frau Tantau nicht so umgekommen ist, wie wir es bisher annehmen? Nee. Glaube ich nicht. Einfach so aus dem Bauch raus. Glaube ich nicht. Kann ich reinkommen? Sie überraschen mich aber. Sie waren schon mal hier. Ja, ich wollte das Bild abholen. Das werden Sie nicht abholen. Warum nicht? Es gehört der Familie. Und es ist nicht sicher hier. Dieses Bild hat Frau Tantau von ihrer Großmutter geschenkt bekommen. Das kann ich bestätigen, nach Aussagen von Frau Tantau persönlich. Wer sind Sie denn? Oh, ich habe das Interview gemacht. Na, das trifft sich ja. Wir werden Ihren Sender auf 1 Million Mark Schadenersatz verklagen. Ah ja? Haben Sie es immer so mit großen Summen? Verschwinden Sie, Herr Schäfer. Ich rate Sie ihn dringend. Glauben Sie nicht, dass wir das einfach so hinnehmen? Ich muss auch gehen. Was wünscht man eigentlich einem Menschen wie Ihnen, Herr Kress? Das weiß ich auch nicht. Ich meine, viel Glück kann man doch schlecht sagen. Nee. Du, warte mal, da liegt irgendwas. Stoß mal zurück. Was machst du denn so lang? Ich suche nach den Kindern der Sonne. Und du? Ich versuche zu entdecken, was am Lebenslauf von Bernie Schiffer für uns interessant wäre. Aber da ist nichts. Weißt du, wo Vera Tantau früher gearbeitet hat? Nein. In der Werbung. Mhm. Hat sie auch diesen Schiffer kennengelernt. Ist das für mich? Nein, für alle. Großes Staatsbegräbnis für Friederike Tantau. Staatsbegräbnis für Friederike Tantau, die letzte Witwe der Dynastie. Na, habt ihr einen Obduktionsbericht? Ja, bringt uns aber nicht viel weiter. Frau Tantau ist gegen 2 Uhr morgens getötet worden, durch einen Schuss in den Kopf, nicht aufgesetzt. Und sie muss auf der Stelle tot gewesen sein. Und ich habe das mit den Kindern der Sonne zusammengesucht. Das ist eine von den Sekten, die sich früher oder später alle umbringen werden. Was würdet ihr sagen, wenn wir in dem Autowrack 2 Geschosse gefunden haben? Dass der Täter beim ersten Mal vorbeigeschossen hat? Und was würdet ihr sagen, wenn wir Blut von 2 verschiedenen Personen in dem Wrack gefunden haben? Ich habe hier das Tagebuch von Vera Tantau. Lest euch mal den letzten Eintrag vor.
Der war heute genau vor 2 Jahren. Da war die Beerdigung von der Oma. Dies wird meine letzte Eintragung sein. Sie haben mir das Liebste genommen, Oma Friederike. Sie haben sie vergiftet. Ich kann das nicht beweisen, aber ich spüre es. Mein Vater hat seine Mutter getötet, weil er das Geld braucht, sein Erbe. Aber auch das wird verschwinden bei den Kindern der Sonne. Und am Ende wird nichts mehr sein. Mein Herz weint, liebe Oma. Irgendwann werden wir uns beide wiedersehen. Ich weiß es, deine Vera. Chris hier. Uns interessiert im Moment alles, wenn ich das mal so sagen darf. Aha. Nein, nein, gleich. Mhm, danke, vielmals. Eine Leiche unter einer Autobahnbrücke. Verbrannt, verkohlt. Einer von euch macht Stallwache, ja? Na, du nicht, Werner. Komm. Wer hat das entdeckt? Wir beide. Wir übernehmen das hier nur, wenn wir einen Zusammenhang mit dem Mord von Vera Tantau erkennen können. Also ihr braucht mich gar nicht erst groß was zu fragen. Ich habe noch keine Antworten. Nach der Obduktion von dem Rest des Menschen dann. Aber ich habe im Hinterkopf ein Einschussloch entdeckt, so wie es aussieht. Das ist doch schon was. Heimann, Apparat Kress. Nein, ich bin ja da. Ja? Ja, bitte? Guten Tag, mein Name ist Heimann. Bitte nehmen Sie Platz. Herr Kress hat gesagt, ich kann jederzeit kommen. Können Sie auch. Er ist zwar leider im Moment nicht da, aber vielleicht kann ich Ihnen helfen. Was ich sagen will, ist etwas heikel, wenn Sie so wollen. Reden Sie einfach. Herr Kress hat Ihnen gesagt, dass mein Mann und ich in Trennung leben? Ja. Ist das... Ja, das ist die junge Frau, die erschossen wurde. Entschuldigung. Heimann, Apparat Kress? Nein, da braucht ihr nicht hinfahren. Frau Brinkmann ist bei mir. Ja. Das war Herr Kress, er wird gleich hier sein. Ich muss das loswerden. Mein Mann und ich leben in Trennung. Trotzdem ist sein Verschwinden eine Katastrophe für mich. Und die Kinder. Was ich sagen will in diesem Zusammenhang ist, ehe Sie auf dumme Gedanken kommen, ich habe einen Freund. Und der war die ganze Zeit hier, während Sie in Urlaub waren? Ja. Sie waren ja doch darauf gekommen, dass ich einen Freund habe. Tja, dann brauche ich bitte Namen und Adresse. Das habe ich alles hier hinten drauf geschrieben. Er weiß, dass ich jetzt hier bei Ihnen bin. Ach, Frau Brinkmann. Frau Brinkmann, ich muss Sie etwas fragen und es ist nicht ganz einfach. Wir haben unter einer Autobahnbrücke eine verbrannte Leiche gefunden. Und was wir von Ihnen wollen, ist, dass Sie sich das hier mal ansehen. Das sieht aus wie unser Tresorschlüssel. Mein Mann begeht keinen Selbstmord. Es war auch keiner. Es war Mord. Ist alles in Ordnung? Ja, ja, danke. Vielen Dank.
möchte, dass hier wieder Disziplin einkehrt. Wo ist Ingrid? Warum ist sie nicht beim Essen? Aber du weißt doch, sie hat etwas schwache Nerven. Du verstehst nicht, um was es geht. Was ist das für ein Ton? Ich habe von unseren Brüdern und Schwestern den Auftrag, euch zu beschützen. Auch gegen euch selbst. Das kann dir nicht verborgen geblieben sein. Du bleibst hier. Die Disziplin, die ich einfordere, ist ein Schutzschild gegen alles Böse von außen. Wir müssen sowieso bald weg von hier. Nichts müssen wir. Hol jetzt deine Frau zum Essen. Was ist denn jetzt schon wieder? Es ist Telefon. Hallo, hier bei Tanto? Bernie Schipper. Ja, dann verbinden Sie mich. Herr Kass, guten Tag. Das ist unzulässig. Das werden wir verhindern. Nein. Ich kann nichts essen. Bald ist alles vorbei. Herr Kass hat gerade angerufen. Haben Sie was gefunden? Nein. Aber er hat eine Kopie des Interviews mit Vera. Er bietet uns an, uns den Film zu zeigen. Heute noch. Ja. Warum will er uns helfen? Was hat er davon? Sollte ich Nein sagen? Wie sieht denn das aus? Immerhin geht die Klage um 1 Million. Ich will den Film nicht sehen. Du wirst den Film sehen. Es ist alles in Ordnung. Ja. Man will er mich nur sprechen oder nicht? Ja, natürlich. Axel, für dich. Mich interessiert, wer jetzt bei Frau Brinkmann ist. Der Freund von Frau Brinkmann, dieser Dr. Brenner. Und der ist sicher auch verheiratet oder sowas ähnliches. Nein, Leo, ist er nicht. Der ist Notarzt. Wir sind hier bei seiner Einsatzzentrale. Na, du wolltest doch, dass wir die Spur verfolgen. Und was habt ihr denn jetzt rausgekriegt in der Einsatzzentrale? Was du rausbekommen hast. Ist interessant, Leo. Zur Tatzeit hatte er über 2 Stunden keinen Einsatz. Mhm. Na, dann macht mal. Ende. Dann macht mal, was heißt denn das? Na ja, jetzt fahren wir zu der Brinkmann und konfrontieren den Doktor mit diesen 2 Stunden. Also rein theoretisch könnte er in diesen 2 Stunden Wolf Brinkmann gefolgt sein, ihn und Vera Tanto erschossen haben und dann die Leiche von Wolf Brinkmann und ein Stückchen weiter das Auto verbrannt haben. Ja, ja. Von der Zeit her würde es gehen. Allerdings wissen wir noch nicht, ob das andere Blut aus dem verbrannten Wagen überhaupt von Brinkmann stammt. Augen zu und durch. Irgendwo müssen wir anfangen. Leo, was ist? Im Grunde hast du den richtigen Riecher gehabt. Sie hat ihre Eltern verlassen, um sie zu bestrafen. Sie ist Prostituierte geworden und hat es für die ganze Stadt öffentlich gemacht. Aber wofür wollte sie sie bestrafen? Hast du gefragt? Ja, das wissen wir jetzt. Sie hat geglaubt, dass ihr Vater seine Mutter vergiftet hat, um an sein Erbe zu kommen. Das muss nicht stimmen, Leo. Die Großmutter war ja ein und alles. Wenn du die alte Dame ausgraben lassen willst, musst du erst mal den Staatsanwalt überzeugen. Dann braucht die Rechtsmedizin ihre Zeit, um das Gift nachzuweisen. Und so weiter. Das kann Monate dauern. Klar. Aber ich will das jetzt wissen. Sag Gerd und Axel Bescheid. Und? Fanden Gerd und Axel das? Gar nicht fanden sie das. Ist mir auch recht. Das Labor sollte ich mal ein bisschen beeilen mit der Analyse. Ja, ob das nun das Blut von Brinkmann ist oder nicht. Oder auch nicht. Ja.
Oder auch nicht. Meinetwegen. Dann hätten wir schlechte Karten. Guten Tag. Guten Tag. Übrigens, wir haben noch einen Grund mehr, gegen das Fernsehen vorzugehen. Ach, und der wäre? Der Sender hätte Ihnen keine Kopie überlassen dürfen. Das ist absolut unzulässig. Unzulässig? Wir ermitteln in einem Mordfall. Na, wie Sie meinen. Das ist Herr Kress, meine Frau. Was erwarten Sie von uns als Gegenleistung? Nichts. Ich erwarte gar nichts. Darf ich? Ich möchte die Kassette selber einlegen. Danke. Wollen Sie sich nicht setzen? Danke, nein. Ich muss fairerweise vorher etwas klären. Wir haben vor, Ihre Mutter exhumieren zu lassen. Das werden wir mit allen Mitteln verhindern. Da werden Sie sich schwer tun. Wir haben nämlich das Tagebuch Ihrer Tochter gefunden. Und darin werden Sie, Herr Tantau, beschuldigt, Ihre Mutter vergiftet zu haben, um an das Erbe zu kommen. Wir hatten schon die ganze Zeit vermutet, dass Vera krank ist. Jetzt wissen wir es. Fangen wir an. Ich werde Ihnen meinen Namen nicht nennen, aber mein Gesicht werde ich nicht verstecken. Ich habe mit allem gebrochen, was meinen Eltern gut und teuer war. Internat, Pferde, Abitur, Ausbildung, Verlobung. Ich bin Prostituierte geworden. Das ist meine Revolution gegen den Tod meiner heißgeliebten Oma. Meine Verachtung von allem, was anderen heilig ist, weil es ihnen nicht wirklich heilig ist. Ich will nicht werden wie meine Mutter, die endgültig in ihrer stillen Verzweiflung verschwunden ist. Bisher... Ingrid, was machst du? Er hat seine Mutter umgebracht. Und er hat meine Tochter getötet. Verrückt geworden? Ich habe in meinem ganzen Leben noch nie so klar gesehen. Wir sind keine Kinder der Sonne. Wir sind Kinder der Finsternis. Wenn Hauptkommissar Kress zu Besuch ist, sollte man nie fluchtartig das Haus verlassen. Das macht einen sehr schlechten Eindruck. Ich nehme Sie vorläufig fest wegen Mordverdacht. Ich will sofort meinen Anwalt sprechen. Ja, ja, alles der Reihe nach. Dürfen wir Sie jetzt bitten, uns aufs Präsidium zu begleiten?